Wir sprechen über den Qualitätsbereich Unterrichtsqualität. Dieser Qualitätsbereich gehört zu den 6 Qualitätsbereichen des Deutschen Schulpreises. Sie beide sind Autoren des Handbuchs Gute Schule. Dieses Handbuch wird veröffentlicht anlässlich von 10 Jahren Deutscher Schulpreis. Herr van der Garten, Sie leiten die Franz-Fasen-Grundschule in Düsseldorf und zuvor waren Sie Lehrer an der Schule Kleine Kielstraße in Dortmund, die auch einmal den Deutschen Schulpreis bekommen hat, und davor wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund. Wenn Sie diese Erfahrungen bündeln, was zeichnet dann nach Ihrer Erfahrung guter Unterricht aus? Guter Unterricht beginnt nicht zuerst beim Schüler, sondern im Lehrerkollegium. Wenn das Lehrerkollegium sich wirklich zusammentut und sich als Gemeinschaft, als ein Ideenpool versteht, als Debattierclub vielleicht auch, was ist guter Unterricht für die Kinder, für die Jugendlichen, die uns anvertraut sind, dann beginnt guter Unterricht. Das heißt, in der Auseinandersetzung im Kollegium, die ja alle Fachexpertise auch haben, die Experten und Expertinnen fürs Lernen sind, wenn da gestritten wird, debattiert wird und um das beste Konzept gerungen wird, dann kann guter Unterricht entstehen. Die Frage heißt also nicht, was für ein Konzept haben wir als Kollegium und welche Schüler passen zu uns, sondern genau der andere Weg. Welche Kinder und Jugendlichen lernen hier und leben hier an unserer Schule und was brauchen die für herausfordernden Unterricht? Und dann entsteht guter Unterricht, wenn diese Diskussion auch nachhaltig fortlaufend geführt wird. Ich bin also ein klarer Verfechter von einer Teamschule, die teamorientiert zusammenarbeitet und nicht lose gekoppelt, jeder in seinem stillen Kämmerlein zu Hause Unterricht entwickelt. Wenn Lehrerinnen und Lehrer sich zusammentun und Woche für Woche in Teamarbeit darüber streiten, was ist guter Sachunterricht, was ist guter Physikunterricht im 7. Schuljahr bei uns an der Schule, dann kann guter Unterricht entstehen. Und das Zweite, was ich dann sagen will, bei diesen Diskussionen kommt es dann auch auf 2 Dinge an. Erstens auf Haltung und zweitens auf das Handwerk. Haltung und Handwerk. Haltung heißt, welche Werte vermitteln wir denn hier unseren Schülerinnen und Schülern? Wie wollen wir hier miteinander leben und lernen? Das ist das eine. Das sind Werte, die dann aber sich ausdrücken, auch im Handwerk, was gut gekonnt werden muss. Denn guter Unterricht heißt gutes Handwerkerkönnen auch und auch Wissen um guten Unterricht. Und wenn das wirklich zusammenkommt, Haltung und gutes Handwerk, dann entsteht guter Unterricht. Wenn ich kurz an das anknüpfen darf, was Sie am Anfang gesagt haben, dann kann man das ja auch so verstehen, als wenn der gute Unterricht eigentlich von den Schülerinnen und Schülern ausgeht, wenn man darauf schaut, was die brauchen. Und wenn das so ist und Sie nicken, dann hat das vor ein paar hundert Jahren eigentlich Albert Einstein auch schon mal formuliert. Denn er hat gesagt, ich unterrichte meine Schüler nie. Ich versuche nur, Bedingungen zu schaffen, unter denen sie lernen können. Jetzt haben Sie geschrieben im Handbuch Gute Schule, Herr Schratz, die Schülergenerationen werden immer heterogener. Und das führt mich zu der Frage, wie lassen sich denn heute vor diesem Hintergrund der Heterogenität Bedingungen schaffen, unter denen alle Kinder im Unterricht gut lernen können? Ja, ich glaube, hier hat Einstein in der Tat recht. Man kann Kinder nicht unterrichten, man sollte sie aufrichten. Und das haben wir in dem schönen Beispiel gesehen. Einmal, sie stehen zunächst einmal für das, woran wir uns ausrichten. Und dann ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, die weder sie sich vorstellen können, noch wir uns. Das ist sozusagen ein responsives Geschehen zwischen Lehren und Lernen. Und sie auch konfrontieren mit Herausforderungen, die ihnen die Welt erschließen und nicht einfach nur Unterricht eines Gegenstandes oder eines Teilbereichs eines Gegenstandes. Und was aus unserer Erfahrung ganz wichtig ist, sind zunächst einmal 3
Punkte. Das erste, jeder Mensch möchte wahrgenommen werden. Wahr im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt so, wie ich bin und nicht, wie mich irgendjemand haben will in ein System, in das ich hinauswachsen müsste. Gerade bei der Vielfalt wirklich mich so zu nehmen, wie ich bin, um überhaupt zu verstehen, wen habe ich hier vor mir im Unterricht. Das zweite ist, auch so Rückmeldung zu geben, dass die jungen Menschen wachsen können, dass sie einerseits erfahren, was sind ihre Stärken, aber auch, wo sie sich noch anstrengen müssen. Ja? Nicht sich zu drücken, etwas zu machen, sondern wirklich auch zu zeigen. Das ist ja eine anthropologische Grundvoraussetzung, dass Menschen etwas leisten wollen. Ja? Kinder wollen höher klettern, sie wollen schneller laufen. Ja? Und das ist, dass es immer weiterkommen, sich weiterentwickeln. Und das Dritte ist, hier sind wir eigentlich in unserem Bildungssystem eher etwas nachlässig, nämlich den Schülern das überhaupt zuzutrauen. Ja? Schüler merken das, ja? Traut mir das jetzt mein Gegenüber zu, dann kann ich mich einlassen. Ja? Denn Hanuncourt hat einmal gesagt, die Schönheit liegt an der Grenze des Scheiterns. Das heißt, ich muss schauen, wie kann ich sozusagen diese Pädagogik leben, die an der Nähe des Scheiterns ist, um überhaupt gemeinsam Verantwortung für das zu übernehmen, was hier passiert. Herr von der Garten, wenn Sie das hören und Sie sind jeden Tag in der Schule mit Kolleginnen und Kollegen, mit Schülerinnen und Schülern zusammen, wie setzt man das denn um? Indem ich im Team Aufgaben finde, die herausfordernd sind und nicht über alle 29, 30 hinweg, sondern genau schaue, was braucht dieser junge Mensch an herausfordernden Aufgaben, die dieser junge Mensch mit Anstrengung schaffen kann. Das heißt, dass die Latte nicht so hoch liegt, dass man immer dran scheitert und vor diese Latte rennt, vor diese Hürde rennt, eigentlich schon mit Wissen des Lehrers, das schafft er überhaupt nicht. Sondern genau überlege, welche Lernvergangenheit hat dieses Kind? Wo steht dieses Kind? Wo steht dieser Jugendliche? Und was braucht er, um wachsen zu können für Herausforderungen? Und dann entsteht auch Lust am Lernen. Und nicht, wie so oft, leider immer noch, Seite 50, Nummer 3, in 10 Minuten kontrollieren wir. Das wird langsam weniger, aber ich erlebe das durchaus auch bei den Schulbesuchen vom Deutschen Schulpreis durchaus noch manchmal, dass es so noch in den Klassenzimmern aussieht. Und das ist für mich keine Lernwerkstatt, wenn ich die Schule jetzt als Werkstatt auch erlebe, dass da was zu hören ist, dass da was zu sehen ist, dass da Leben drin ist. Denn letztendlich gibt es keinen schöneren Beruf auf der Welt, als junge Menschen an diese Grenze des Scheiterns, obwohl das vielleicht erstmal komisch klingt, heranzuführen. Aber sie nicht scheitern zu lassen, dafür bin ich dann verantwortlich. Seite 15, Nummer 3, in 10 Minuten frage ich ab. Ja, das bringt mich noch auf einen anderen Zusammenhang. Und zwar seit PISA, etwa vor 15 Jahren, wird viel mehr gemessen. Es wird viel mehr evaluiert. Da hat sich sehr viel verändert in den Schulen. Und gleichzeitig, wir schauen mal, ob das für Sie ein Widerspruch ist oder nicht. Und gleichzeitig hat Hetti vor ein paar Jahren mit seiner Metastudie die Person des Lehrers so nochmal in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und auch in der Wahrnehmung gerückt. Ist das etwas, was zusammenpasst? Also einmal das Messen und dann die starke Betonung der Persönlichkeit. Ja, aus meiner Sicht beziehen sich beide, sowohl PISA auf der Systemebene als auch Hetti auf der individuellen Ebene des Unterrichts, sagen Sie, dass die Lehrperson die ist, die dafür Verantwortung übernehmen muss, das Tatsächliche, und das ist das Neue, Verantwortung für die Ergebnisse übernimmt. Ja? Sowohl auf der Systemebene, an allen Schulen eines Landes beispielsweise, aber auch an jeder Schule, in jeder Klasse. Und daher sagt er ja auch, man muss das Lernen, er nennt es sichtbar machen, aber es geht darum zu merken, spüre ich überhaupt, was bewirke ich mit dem, was ich tue? Und tue ich das nicht nur, weil es im Lehrplan steht oder weil es in meiner Unterrichtsvorbereitung steht? Das ist für mich das, was ich nenne eine lernseitige Orientierung. Das heißt, ich bin zwar als Lehrer immer der wichtige Partner,
Andererseits aber ist mein ganzer Fokus immer dort, wo das Ganze ankommen soll und dass dies nicht dem Zufall überlassen wird. Das ist relativ anspruchsvoll, auch für die Generation der Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt sind Sie Schulleiter und Sie selber arbeiten mit Schulleitern. Welchen Einfluss hat Schulleitung denn überhaupt auf den täglichen Unterricht, also auf die Unterrichtsqualität? Ein Schulleiter, eine Schulleiterin hat direkten, indirekten Einfluss. Das hört sich erstmal komisch an, das ist aber kein Widerspruch. Indem ich als Schulleiter Strukturen schaffe, in denen Lehrerinnen und Lehrer auch lernen können und sich weiterentwickeln können in ihrer Professionalität. Natürlich kommen gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer an die Schulen, doch das Lernen fängt dann eigentlich erst an, wenn sie in der konkreten Arbeit miteinander ins Gespräch kommen und, das habe ich vorhin schon betont, um guten Unterricht ringen, jeden Tag. Dann entwickle ich mich auch als Lehrerin und als Lehrer weiter und mein Unterricht dementsprechend aus. Nirgendwo auf der Welt möchte ich bei einem Arzt behandelt werden wie vor 50 Jahren. Operationen am offenen Herzen finden auch nicht mehr statt wie vor 50 Jahren, sondern da hat sich auch vieles weiterentwickelt. Und Kinder und Jugendliche haben das Recht, gute Schule im Jahr 2016 zu erleben jeden Tag. Und das heißt also, Lehrerinnen und Lehrer sind eigentlich professionelle Lerngemeinschaften. Herr Schratz, noch eine Antwort von Ihnen. Welchen Einfluss hat Schulleitung auf den täglichen Unterricht? Ja, wir haben das Stichwort gehört. Er muss irgendwie die Generalverantwortung für das übernehmen, was guter Unterricht an der Schule ist. Weil das Verständnis davon kann sehr unterschiedlich sein in den unterschiedlichen Fächern, in der Vielfalt der unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und dazu braucht er auch eine gewisse Vision, um zu sagen, wir wollen hier nicht, dass jede Person nur bestmöglich unterrichtet, sondern dass wir als Schule gemeinsam in ein Ziel vor Augen haben, und zwar ein Bild, ein Zielbild, das wir in jeder unterschiedlichen Unterrichtssituation umzusetzen versuchen. Nicht so sehr ich und mein Unterricht, sondern immer auch im Blick wir und unsere Schule. Und das haben wir vorher ja schon gehört, wenn wir nicht als Team arbeiten, wird es sehr, sehr schwierig sein, mit dieser Vielfalt von unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern umzugehen. Vielen Dank.